So, Freunde, heute werden wir uns etwas ganz, ganz Wildes anschauen, was ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Denn Aquamenta hat einfach aus dem Nichts einen Doppelapfel gedroppt. Und ja, wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr es vielleicht, ich liebe Doppelapfel. Wenn es was gibt, das ich noch mehr liebe als Doppelapfel, dann ist es Doppelapfel mit Kühle, beziehungsweise einfach schön Minze oder Kühle oder irgend sowas drin beim Doppelapfel. Das fahre ich extrem. Und ich denke, dieser Tabak hier hat das Potenzial, mein neuer Lieblingsdoppelapfel zu werden. Definitiv, wenn das gut umgesetzt ist. Deswegen mache ich darüber jetzt auch ein YouTube-Video und kein Daily Kopfbau. Weil ich möchte da etwas genauer drauf eingehen. Und ja, wir werden zuerst das Ganze mischen, den neu funktionieren, die Aquamenta-Sorten ja mit dem Shot-System. Das heißt, wir müssen einfach hier noch einen von diesen kleinen Shots reinmachen hier. Aber das werde ich gleich etwas besser zeigen in der Kopfbauansicht. Wir werden kurz rübergehen nachher und den Kopf zusammenbauen. Oder besser gesagt, den Tabak zusammen anmischen, damit ihr auch mal seht, wie das geht. Und ja, wenn ihr auch hyped seid, wie der Tabak schmecken wird, lasst doch ein Abo und ein Like da. Kuss geht raus, Jungs. Und ja, dann lege ich direkt mal los mit dem Anmischen und wir sehen uns gleich in der anderen Ansicht wieder. So, also wie vorhin gesagt, müssen wir jetzt diesen Shot hier mit dem Tabak zusammen mischen. Bei den neuen Aquamenta gab es auch noch eine weitere Änderung. Und zwar sind die Tabakdosen innen im Moment nicht beschriftet. Und ich würde ohnehin bei Aquamenta empfehlen, pack das in eine andere Dose um oder irgendein Tupperware oder was weiß ich, weil es kann gut sein, dass die Dose anfängt zu oxidieren, wenn man die zu lange, den Tabak zu lange drin lässt. Und deswegen empfehle ich einfach, mach das in irgendein anderes Gefäß rein. Und ihr seht jetzt hier die Dosen im Moment nicht beschriftet mit den neuen Labels, mit den neuen Sorten, aber da wird bald eine andere Alternative kommen. Also entweder hier einfach draufschreiben, was drin ist, oder umzippen das Ganze, was ich eher empfehlen würde. Aber weil ich denke, dass der Tabak sehr, sehr schnell weg sein wird, werde ich das jetzt einfach hier in die Dose reinmachen. Wie immer ist das innen in so einer Tüte verpackt. Und da kann man dann den Tabak rausnehmen. Das mache ich kurz im Zeitraffer hier. So, jetzt haben wir hier alles draußen und mir steigt schon extrem ein gewisser Geruch in die Nase. Und das ist weniger Doppelapfel, sondern grüner Apfel, also wie diese grünen Apfelringe. Ich dachte eigentlich, das ist ein normaler Doppelapfel-Tabak, einfach mit Aquamenta-Note. Aber das werden wir dann beim Rauchen genau rausfinden, ob da doch noch irgendwas an ist oder so drin ist. Und ja, jetzt machen wir hier einfach den Shot rein. Da wichtig, zuerst einmal gut durchschütteln das Ganze, damit alle Stoffe gelöst werden. Und dann rein. Und dann mache ich wieder einen Zeitraffer, wie ich das umrühre. Das muss dann wieder etwa 1-2 Minuten sehr, sehr kräftig umgerührt werden. Und ja, danach bin ich sehr, sehr gespannt, wie das beim Rauchen schmecken wird. So, also wie immer empfehle ich eigentlich, wenn ihr das optimal eingezogen haben möchtet, da war die Satzstellung gerade etwas los, lasst das noch 1-2 Tage stehen, rührt es immer wieder um, aber meiner Erfahrung nach kann man das direkt so rauchen und ich werde gleich einen Kopf bauen und jetzt auch beim Rühren ist mir extrem der Geruch von grünem Apfel in die Nase gestiegen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das beim Rauchen sein wird. So, also der Kopf ist gebaut hier. Ich werde das Ganze gleich mit dem Lotus rauchen und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Pfeife läuft und ich bin sehr gespannt, wie das schmecken wird, wenn das Ganze an ist. So, Freunde, der Kopf läuft und ist wirklich sehr, sehr interessant vom Geschmack. Ich habe jetzt ziemlich lange geraucht und einfach mich auf den Geschmack konzentriert, weil es ist definitiv kein Standard-Doppelapfel, wie man ihn irgendwie kennt von Alfacher oder vom Adaya The Two App oder so.
Es geht viel, viel mehr in die grüne Apfelrichtung in meinem Geschmack, schon wie im Geruch. Also bei mir ist ganz klar der grüne Apfel ziemlich im Vordergrund. Und die Anisnote ist ganz, ganz leicht da. Die merkt man auf dem Gaumen, aber jetzt überhaupt nicht intensiv. Bei anderen Doppelapfelsorten ist die ja meist sehr, sehr intensiv und im Vordergrund. Hier ist definitiv der Apfel im Vordergrund. Für mich ein grüner Apfel. Ich nehme gleich nochmal einen Zug hier. Ja, also das Ganze ist wirklich schön frisch, also typisch Aquamenta. Geht so ins leichte, kühle, frische hinein. Die Apfelnote ist auch etwas sauer. Also süß-sauer so, aber eine sehr angenehme Mischung aus süß-sauer. Und ja, ich würde das wie gesagt mit den grünen Apfelringen vergleichen vom Apfelgeschmack. Und dann hat man halt oben auf dem Gaumen noch die Rückstände vom Anis. Und alles in allem ein sehr, sehr leckerer Tabak, aber für mich leider nicht Doppelapfel, 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 weil ich halt sehr, sehr gerne die intensive Anisnote mag und die ist hier definitiv im Hintergrund. Ich hätte es halt extrem gefeiert, wenn das einfach so ein richtiger in die Fresse Anis-Doppelapfel gewesen wäre mit der Aquamenta-Note drin, aber ich denke, dieser Tabak wird auch Leuten schmecken, die kein Doppelapfel mögen. Also nicht den traditionellen Doppelapfel, weil das ist halt wirklich ein schöner, leckerer, grüner, süß-säuerlicher Apfel mit einer ganz, ganz leichten Anisnote, die am Gaumen oben ist. Aber ja, ich finde den Tabak nice, werde ihn definitiv öfters rauchen und ich habe gemerkt, ich habe vielleicht einen Ticken zu wenig durchgerührt. Also das Ganze läuft zwar top, aber ich habe das Gefühl, der muss noch etwas besser gerührt und eingezogen werden. Also da schaut wirklich, wenn ihr das anmischt, dass ihr das ganz gut durchmischt. Am besten, wie gesagt, mit den Händen knetet. Das ist die beste Lösung. Und ja, dann war es das, glaube ich, auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns schon sehr bald im nächsten Video wieder.